Also ab 22.30 Uhr. Ich kann mich darauf verlassen. Gut, danke. Zwanzig Plätze werden reichen. 20? Mehr haben wir nicht eingeladen. Es kommen aber immer mehr. Sie bauen dann an, sagen Sie. Das sei schnell gemacht. Brauchen wir Tischkarten? Nein, nein. Wollen Sie noch mal die Gästeliste sehen? Ist irgendetwas, Herr Osthoff? Wer spielt. Viel zu hart. Viel zu verkrampft. Zu viel Verstand. Wie war er, als er kam? Nervös? Nein, er benahm sich ganz normal. Hören Sie es denn nicht? Nein. Ist doch alles in Ordnung. Ist nicht in Ordnung. Kämpft. Hör nur Sie. Ich wette, er hat einen Riesenerfolg. Ist seine Frau gekommen? Nein. Hast du sie angerufen? Sollte ich? Nein, ich mach das. Du geh bitte ins Restaurant, kümmere dich, dass nachher alles klappt. Ja, ist gut. Entschuldige, aber ich hab's nicht früher geschafft. Im 60er stand immer ein Spiel zu Ende und ich bin voll in den Stau reingekommen. Reg dich nicht auf. Aus unserem Konzertbesuch wird sowieso nichts. Wieso? Frau von Dumm hat sich's überlegt, sie geht doch allein. Ach Mensch, und was ist mit der zweiten Karte? Die verfällt. Ich zieh mich wieder um. Soll ich rangehen? Ja, bitte. Wenn es für Frau von Dumm ist, sie ist nicht zu sprechen. Dann mach ich. Frau von Dumm? Nein, ich bin die Nichte von der Haushälterin. Helga Kling. Nur zufällig hier. Es tut mir leid, Frau van Dumm ist momentan nicht zu sprechen. Für mich ist Frau van Dumm zu sprechen. Mein Name ist Osthoff. Ich bin der Agent von Herrn van Dumm. Ja, Herr Osthoff, ich werde versuchen, was ich machen lässt. Ich komme, obwohl er den Skandal verdient hätte. Hat er dir etwas gesagt? Natürlich hat er dir nichts gesagt, dieser Feigling. Wir hatten Mittag einen entsetzlichen Streit. Darum ist er heute nicht so gut.
Luisa, war das nicht zu vermeiden? Nein. Es läuft alles auf eine Katastrophe hinaus, Kerl. Was ist doch ans Telefon gegangen? Herr Ostroff. Ach so. Sie scheinen böse auf Ihren Mann zu sein. Das ist keine sehr glückliche Ehe. Es tut mir leid. Eifersucht. Er ist jünger, sieht gut aus, hat Erfolg als Pianist bei den Frauen. Ich komme. Aber nur, um ihm zu beweisen, dass er mit mir nicht machen kann, was er will. Ich bin seine Frau. Und ich lasse mich nicht einfach beiseite schieben. Nicht nach all den Jahren. Nicht auf diese Weise. Was ist denn wieder passiert? Carol, du weißt es doch. Ich habe mich eingeordnet, untergeordnet. In all den Jahren. Für ihn, für seine Karriere. Außerdem weißt du, dass er mich betrügt. Und jetzt will er sich noch scheiden lassen. Aber du kannst ihm ausrichten, ich werde niemals einwilligen. Er wird mich so behalten müssen, wie ich durch ihn geworden bin. Ein ganzes Leben lang. Ja. Was ist denn? Was schauen Sie mich so an? Sehe ich nicht gut aus? Sie sehen sehr gut aus. Was war das? Verfassung. Ich war schlecht. Ich weiß. Du hast es bemerkt? Ich hab's gehört. Aber sicher nicht die anderen. Karl, ich halte das nicht länger aus mit Luisa. Es wird eine Katastrophe geben. So ähnliche Worte hat sie auch gebraucht. Komm, zieh dich um und mach ein Gesicht, als wärst du großartig gewesen. Kann man die Menschen so betrügen? Die meisten wollen Sieger sehen. Ein Sieger ist, wer sich wie ein Sieger benimmt. Ich habe Luise vor über einer Stunde einen Wagen geschickt. Ich verstehe nicht, wo sie bleibt. Robert, du warst großartig. Das wird ein Riesenerfolg. Alle sagen das. Ja, ja, ist schon gut. Ich danke dir. Du kannst aber nicht hierbleiben, Isabel. Sie kommt auch. Walter,
Du warst auch im Konzert? Ich bin nicht der Typ für Konzerte, das weißt du aber, wenn man eine Ehrenkarte bekommt. Lass es mal über dich ergehen lassen. Entschuldigung, Walter Schumann, Isabel Wilhelm, Herr Schumann ist Luisas Neffe. Ich habe festgestellt, dass du schwer arbeiten musst. Ich dachte immer, Klavierspielen ist ein Vergnügen. Aber du hast am Schluss wie aus dem Wasser gezogen. Herr Schumann, begrüße Sie. Hat's gefallen? Zum ersten Mal in meinem Leben in einem Konzert. Aber das darf man hier nicht laut sagen. Aber ja. Du solltest jetzt lieber gehen. Tu mir den Gefallen, ich bitte dich. Luisa muss jeden Augenblick hier sein. Es gibt einen Skandal. Ich liebe dich. Entschuldigen Sie, suchen Sie jemanden? Ja, Herrn van Dom suche ich. Verstehe nicht. Jetzt hier? Ja, ich komme von der Kriminalpolizei. Willst du was trinken? Ich habe schon zwei Whisky getrunken und keine kleinen. Also bitte sag, was willst du? Nein, danke, ich möchte nichts. Du wirst aber noch einen brauchen. Hast du überhaupt schon richtig darüber nachgedacht? Meine Haushälterin wird in meinem Schlafzimmer erschossen. Was willst du damit sagen? Das würde mich auch interessieren. Was ich damit sagen will? Dass Frau Kling aus einem Versehen erschossen wurde und dass ich es war, die eigentlich gemeint war. Und dass ich es nur einem Zufall verdanke, dass ich jetzt nicht da drüben tot auf dem Boden liege. Luisa. Muss ich nicht auf diesen Gedanken kommen? Sag mir. Muss ich nicht auf diesen Gedanken kommen? Entschuldigen Sie, bin ziemlich fertig. Ja, das verstehe ich sehr gut. Nacht. Hier in diesem Haus. Frau Kling, warum nur? Tja, das ist die Frage. Ein Einbrecher kann es nicht gewesen sein. Der Täter hat durch die geschlossene Scheibe geschossen. Wenn in Mordabsicht, was ja wohl anzunehmen ist, dann bleibt die Frage, warum sollte jemand ihre Haushälterin töten? Ja, das weiß ich nicht. Wie lange ist sie schon bei Ihnen? 2 Jahre. 2,5, solange wir in München sind. Wie kam sie ins Haus? Durch Freunde. Sie hatte hervorragende Referenzen. Könnte Frau Kling Feinde haben? Tja, das halte ich für ausgeschlossen, dass jemand dieser Frau nach dem Leben trachten könnte. Auf eine so hinterhältige Art? Ich muss was trinken. Sie entschuldigen. Ich verliere sehr stark an Gewicht bei jedem Konzert und muss danach trinken. Tja, es muss sehr anstrengend sein. Ich habe mal gelesen, Dirigenten verlieren bei jedem Konzert bis zu 2 Kilo. Wollen Sie auch? Nein, danke. Ich habe vorher schon mit Ihrer Frau gesprochen. Sie ist der Meinung, dass der Anschlag ihr galt und dass Sie dafür verantwortlich sind. Ich? Sie sagte, das Ganze ist das Werk meines Mannes. Er will mich beseitigen. Ihre Frau hat mir das genau erklärt. Sie hätten seit etwa einem Jahr Schwierigkeiten in der Ehe. Sie würden sie betrügen. Sie hätten die Absicht, sich von ihr zu trennen. Stimmt das? Ja. Ja, das ist richtig. Aber sie ist dagegen. Sie ist dagegen. Sie ist entschieden dagegen. Sie hat jede loyale, vernünftige Lösung rundheraus abgeschlagen. Ja, wäre das nicht dein Motiv? Ach so. Sie will sagen,
Ich hätte versucht, sie umzubringen. Ja, das glaubt sie. Glaubt sie? Nein, nein, sie ist überzeugt davon. Herr Kommissar, ich habe Klavier gespielt, als hier ein Schuss gefallen ist. Ich habe mit meinen beiden Händen die Tasten bewegt. Herr Van Doom, es geht nicht um Ihr Alibi für die Mordzeit. Luisa! Glaubst du, dass ich einen Anschlag, einen Mordanschlag auf dich versucht habe? Ja, das glaube ich. Ich bin sogar fest davon überzeugt. Ich habe das dem Kommissar auch gesagt. Du weißt nicht, was du redest. Doch, ich weiß es. Ich weiß es sogar ganz genau. Es geht um Folgendes, Herr Van Doom. Sie haben heute Vormittag von Ihrem Agenten eine zweite Karte für das Konzert mit nach Hause gebracht. Und zwar für Frau Kling, nicht? Ja, das ist richtig. Vor Beginn Ihres Konzertes hätten Sie mit Ihrer Frau einen Streit provoziert. Ich? Ja, einen Streit. Und zwar mit der Absicht, Ihre Frau so aufzuregen, dass sie daraufhin das Konzert nicht besucht, dass also Frau Kling allein gehen würde. Tja, um Gottes Willen, was unterstellt man mir denn da? Aber das ist doch ganz einfach. Man unterstellt Ihnen, dass Sie es darauf angelegt haben, dass Ihre Frau allein im Haus bleibt. Was dir beinahe auch gelungen wäre. Beinahe hätte das alles ja auch geklappt. Aber Frau Kling wollte nicht allein ins Konzert gehen. Deshalb hat sie ihre Nichte eingeladen. Die hat sich aber verspätet. Und deshalb habe ich mich dann doch entschlossen, ins Konzert zu gehen. Das alles hat der Mörder, dein Mörder, aber nicht gewusst. Sag mal, bist du wahnsinnig? Luisa, komm doch zu dir. Das sind doch Fantasien. Das kann sich nur ein krankes Gehirn ausdenken. Hören Sie nicht, was sie mir unterstellt. Wir sind fertig. Willst du noch irgendwas? Nein, danke. Okay, dann versiegeln wir. Brauchen Sie was aus dem Schlafzimmer, Frau Van Doom? Natürlich, ich habe doch meine ganzen Sachen da. Ich muss mich doch umziehen. Ja, dann bitte. Kommen Sie. Nein, ich gehe da nicht mehr hin. Ich werde Frau Kling bitten. Wollen Sie mich bitte entschuldigen? Glauben Sie das alles? Da ist eine Tote. Und alle äußeren Umstände schließen einen bestellten Mord nicht aus. Sie weisen geradezu darauf hin. Einen bestellten Mord? Ja, bestellten Mord. Ich schlafe heute Nacht im Gästezimmer. Ich bitte Sie, holen Sie mir irgendetwas zum Anziehen. Ich kann doch nicht die ganze Nacht hier in diesem Aufzug herumlaufen. Entschuldigen Sie bitte. Ich denke nur an mich. Das alles muss auch sehr schwer für Sie sein. Walter. Ich muss Walter anrufen. Wo gehen Sie denn hin? Ich soll doch Ihre Kleider holen. Wohnen Sie allein? Ja, ich wohne allein. Können Sie mir dann bitte heute Nacht Gesellschaft leisten? Ich kann nicht allein bleiben. Das werden Sie doch verstehen. Luisa. Frau Kling. Ich komme im Moment von dem Empfang. Ich wollte dich gerade anrufen. Ja. Beruhig dich. Ist doch alles gut gegangen. Ja, ich mag meine Frau nicht. Nicht mehr. Will ja nicht vor Ihnen meine Ehegeschichte ausbreiten. Ich sehe keinen Grund dafür. Aber diese Verbindung hat längst ihren Sinn verloren. Es ist keine Ehe mehr, nicht in dem Sinn, wie dieses Wort verstanden werden sollte. Es war nur noch eine Quälerei, bis von morgens bis abends. Haben Sie eine Beziehung zu einer anderen Frau? Ja. Bitte sagen Sie mir den Namen. Muss ich das tun? Gibt es Gründe, es nicht zu tun? Ja, die gibt es. Gründe des guten Geschmacks, der Diskretion, Fürsorge. Geben Sie mir bitte die Adresse. Sie wollen sie da hineinziehen? Sie glauben doch nicht, dass sie irgendetwas damit zu tun hat. Wo ist Frau Van Doom? Im Gästezimmer, sie telefoniert. Jetzt?
Bitte, Herr Ostorf. Ja, hast du gehört, was mir da unterstellt wird? Ja, ich hab's gehört. Du wirst ihn sagen, was du davon hältst. Das ist doch lachhaft, absolut lachhaft. Ich glaube nicht, dass es zum Lachen ist. Absurd. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Kling. Helga Kling. Ah ja, die Nichte von Frau Kling. Wollte mit ihrer Tante in mein Konzert. Aber leider kam ich viel zu spät. Ja, Sie waren also dabei, als es passiert? Ich war hier in der Halle mit Ihrer Frau. Sie bat meine Tante, ihren Mantel aus dem Schlafzimmer zu holen. Mantel? Ja, sie hatte den Mantel im Schlafzimmer bereitgelegt. Warum hat sie den nicht selber geholt? Ja, ich kenne die junge Dame. Es ist nicht schwer, sich in sie zu verlieben. Sie ist sehr hübsch. Sie hat das Gewisse, dem so schwer ist, zu widerstehen. Es ist das Weibliche, als Abenteuer, nicht als Pflicht. Nicht als Bürde. Wie bei Frau van Dohm. Wissen Sie, er hat sie geheiratet, als er nichts war als eine Hoffnung. Sie war vermögend, half ihm über die Zeit hinweg, die ein Künstler braucht, um das zu werden, was er dann schließlich ist. Die Ehe beruhte von vornherein auf falschen Voraussetzungen. Würden Sie das sagen? Was sind falsche Voraussetzungen für eine Ehe? Und was sind richtige? Das weiß niemand. Hier in diesem Fall hat ein junger Mann Gebrauch gemacht von einer Möglichkeit, die sich ihm bot, sich ohne Sorgen ausbilden zu können. Falsch von ihm, dieses Angebot angenommen zu haben. Falsch von ihr, Dankbarkeit wie Zinsen anzusehen, auf die sie dank ihres Kapitals ein Recht hat. Man kann keinen Vogel halten, dem die Flügel gewachsen sind. Wie lange sind Sie sein Agent? Seit 8 Jahren. Trauen Sie es ihm zu, sich seiner Frau durch einen bestellten Mord entledigen zu wollen? Das sind Gedankenspielereien. Ich meine, dass man nach 8 Jahren den Charakter eines Menschen kennen sollte. Vom Charakter eines Menschen kennt man immer nur die Oberfläche. Ich hab's gerade erfahren. Louis hat mich angerufen, Hallo. Mir die ganze Geschichte erzählt. Sie sind natürlich sofort hergekommen. Komm. Ich finde es unglaublich, dass hinter meinem Rücken Lügen verbreitet werden. Ich dulde nicht, dass man mich einen Mörder nennt. Genau das tue ich aber. Du darfst nicht, du! Erfahren! Doof! Da. Sehen Sie, wozu er fähig ist? Das ist mein Leben mit diesem Menschen. Es tut mir leid. Du hast ein gutes Beispiel gegeben, wozu du fähig bist. Wer sind Sie bitte? Mein Name ist Schumann. Frau van Dohm ist meine Tante. Sie hat mich angerufen, bin eben gekommen. Danke. Entschuldigen Sie bitte mein Benehmen. Ist irgendetwas entschieden, beschlossen? Nein. Die Ermittlungen gehen weiter. Versuchen Sie, ein wenig zu beruhigen, ja? Ja, was... Was passiert denn jetzt? Soll ich ausziehen? Willst du, dass ich in ein Hotel gehe? Nein, du bleibst hier. Ich denke, du fühlst dich bedroht. Du bleibst hier. Ich erlaube dir nicht, dich jetzt einfach aus meinem Leben zu schleichen. Wie du willst. Wie du willst. Nun gut. Haben Sie irgendwelche Auflagen? Was darf ich mich sehen? Ein Beschuldigter? Angeklagter? Nein. Als eines Mordes verdächtig? Nein, Herr van Dohm. Ich habe Ihnen gesagt, die Ermittlungen gehen weiter. Wir suchen den Mörder von Frau Kling. Nichts weiter. Gute Nacht. Gute Nacht. Nach. Fräulein Kling soll bitte zu mir kommen. Wiederschauen. Fräulein Kling, Sie sollen zu Frau van Dohm kommen. Was wollten Sie von dir, Carol? Was hat er dich gefragt? Wie siehst du die Sache? Robert, du hast ein Wort gebraucht. Katastrophe.
Ihr beide habt das Wort gebraucht, auch Luisa. Einer von euch beiden sagte, es läuft alles auf eine Katastrophe hinaus. Die Katastrophe ist da. Nichts von dem, was hier an Verdächtigungen ausgesprochen wurde, darf an die Öffentlichkeit. Sonst ist deine Karriere zu Ende. Ich verstehe, verstehe. Aber Carol, du selbst, was sagst du? Du selbst. Carol. Du hast in meinem Büro gesagt, erinnerst du dich, was du sagtest? Was sagtest du, Robert? Ich sagte, ich könnte sie töten. Nein. Du sagtest, wenn ich nur jemanden fände, der mir diese Frau vom Hals schaffte. Ich hab's für mich behalten. Gute Nacht, Robert. Genau. Bringst du mich raus? Warte, ich hoffe, du kannst das komm, für komm, dich. Nein, nein, komm, lass mich mal was sagen. Ich weiß, dass bei euch beiden nicht alles zum Besten steht. Ich weiß das seit langem. Luisa hat mich schließlich immer am Laufen gehalten, aber Robert, was da heute passiert ist... Damit habe ich doch nichts zu tun. Sag mal, hast du ihr irgendwann mal gesagt, dass du sie umbringen wirst? Du, das weiß ich nicht. Das Wort fällt doch mal in jeder unglücklichen Ehe. Sag mal, hast du eine Geliebte? Wenn Luisa dich so auf dem Laufenden hält, dann wirst du das ja wohl auch wissen. Naja. Schön ist die ganze Sache nicht. Gute Nacht. Fräulein Kling bleibt heute Nacht hier. Luisa! Bitte rühr mich nicht an. So. Das Ganze auf Bestellung. Naja, sieht so aus. Kein Einbruch, Harry. Ein eiskalt geplanter Anschlag. Wer schießt schon durch ein Fenster? Aber die Verwechslung. Gardinen. Ja, versucht von außen reinzusehen. Man kann zwar erkennen, dass jemand im Zimmer ist. Auch, dass es eine Frau ist, aber mehr nicht. Wenn der Täter dann noch annimmt, dass nur eine Person im Haus ist, nämlich Frau van Dohm. Dann ist eigentlich nur schwer, was dagegen zu sagen, dass es bestellter Mord war. Sie haben uns erwartet? Ja, Herr van Dohm hat mich angerufen, gestern Nacht noch. Er sagte, da wird sicher Polizei bei dir vorbeikommen. Was für eine schreckliche Geschichte. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie entsetzt ich bin. Worüber denn? Über die Verdächtigung. Darüber, dass Luisa, dass seine Frau diesen unglaublichen Verdacht geäußert hat. Herr van Dohm will sich ihretwegen scheiden lassen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Aber Frau van Dohm hat es immer abgelehnt. Sie ist nicht zur Vernunft zu bringen. Wie meinen Sie das? Sie hätte einsehen sollen, dass diese Verbindung zu Ende ist. Sie hätte die Konsequenzen ziehen sollen. Kennen Sie sie? Aber ja, wir sind uns öfter begegnet. Früher wurde ich auch eingeladen. Später dann nicht mehr. Dass Frau van Dohm alles erfahren hat? Ja, natürlich. Wie hat sie es denn erfahren? Robert hat es ihr gesagt. In aller Ruhe hat er erklärt, dass er sich scheiden lassen möchte. Aber sie wollte es nicht. Sie hat ihm die größten Szenen gemacht. Wollen Sie länger mit mir sprechen, dann ziehe ich mich schnell um. Wir lieben uns, Robert und ich.
Luisa will das nicht einsehen. Was soll man da machen? Liebe ist etwas, was man nicht rechtfertigen muss. Und Lisa bestand ununterbrochen auf Rechtfertigung. Es genügt ihr einfach nicht, dass er sagte, es ist Schluss, vorbei. Sie nahm es nicht zur Kenntnis, sie akzeptierte es nicht, sie überging es einfach. Und sie gab ihn nicht frei. Naja, also eines verstehe ich nicht. Wenn heutzutage sich zwei Menschen trennen wollen, das ist doch eigentlich gar kein großes Problem mehr. Abgesehen von der finanziellen Seite, aber die spielt wohl hier keine Rolle. Das ist Theorie, da haben Sie recht. Es ist alles nur in der Theorie. Aber in der Praxis sieht es ganz anders aus. Wie sieht's in der Praxis aus? Sie hat ihn gequält, indem sie an seine Dankbarkeit appellierte. Ihn ständig daran erinnerte, was sie alles für ihn getan hat. Das ist ganz schön mies. Aber ungeheuer wirkungsvoll. Jemand immer wieder daran zu erinnern, dass er dankbar sein muss. Und genau das hat sie getan. Ihn ununterbrochen daran erinnert, dass er alles nur ihr zu verdanken habe. Und damit hielt sie ihn. War der Grund, ihr dankbar zu sein? Ja, natürlich hatte er Grund. Sie hat ihm das Studium finanziert in Rom und Paris. Aber das ist kein Kunststück. Sie hat ja Geld. Ich meine, es war kein Opfer für sie. Wenn Sie mich fragen, sie hat ihn regelrecht gekauft. Und das kann man nicht. Man kann keine Menschen kaufen und keine Gefühle. Das schlägt ins Gegenteil um. Was ist das Gegenteil? Sie ist nicht da? Ja, aber sie hat doch jetzt Probe. Ach so, zwei Herren sind mit ihr weggegangen. Ja, ist gut, danke. Sie müssen was essen. Sie haben morgen alles stehen lassen. Danke, ich habe keinen Hunger. Sie haben heute Nacht nicht geschlafen, nicht wahr? Ja, ich habe die ganze Zeit über nachgedacht. Und wenn ich geschlafen habe, habe ich geträumt. Schreckensträume. Bleiben Sie hier? Hier im Haus? Ihre Frau hat mich darum gebeten. Was macht sie? Sie ist gerade in die Garage. Sie fährt weg. Ja. Hat sie gesagt, wohin sie will? Nein. Ich müsste selber weg. Haben Sie einen Wagen? Ja, er steht vor der Tür. Soll ich Sie irgendwo hinbringen? Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Aber wofür denn? Sie sind der einzige Mensch, der mir nicht misstraut. Warum eigentlich? Ich habe keine richtige Erklärung dafür. Ich glaube einfach nicht, dass Sie fähig sein können. Sagen Sie das nicht so leicht. Eine unglückliche Ehe ist die Hölle. Sie ist in der Lage, Menschen völlig zu verwandeln. Auch mich hat sie beinahe aus dem Gleichgewicht gebracht. Aber nur beinahe. Und beinahe ist erlaubt. Die Polizei war bei mir. Ja, das habe ich erwartet. Aber Sie haben nichts rausbekommen. Ich habe Ihnen nichts gesagt, was Ihnen helfen könnte. Du kannst unbesorgt sein. Ich verstehe dich nicht. Was meinst du? Ich habe Ihnen nichts gesagt, was Sie gegen dich verwenden können. Ja, was glaubst du? Ich hätte daran gedacht, Luisa umbringen zu lassen. Du musst nichts sagen. Ich verlange doch gar nicht, dass du mir was sagst. Ich will es gar nicht wissen. Isabel. Aber ich weiß doch, wie schrecklich du die ganze Zeit gelitten hast. Ich weiß ja, wie sehr sie dich gequält hat. Du, hör auf! Kannst du nicht unterstellen. Ich finde das unglaublich. Robert! Robert! Fahren Sie. Bitte fahren Sie. Das lag heute Morgen im Briefkasten. Hier.
Ich hab's geöffnet. Gott sei Dank hab ich's geöffnet. Robert Vendôme. Nichts. Keine Adresse. Tut mir leid. Diese drei Worte, anonym. Tut mir leid. Was kann ihm denn leid tun? Dass ich noch lebe. Was bedeutet denn das? Warum stehen die Koffer hier? Komm mal rein. Kommen Sie mit, Helga. Luise, hat sie sich das ausgedacht? Ja, Robert. Ich habe gesagt, mach's nicht so dramatisch. Du musst ihm nicht die Koffer vor die Tür setzen. Das ist ja geradezu lächerlich. Man kann das ja auch anders regeln. Ich habe nichts dagegen. Ich will ja gehen. Ich hab's ja gestern angeboten. Vielleicht erinnerst du dich. Du erinnerst dich vielleicht auch daran, was sie geantwortet hat. Sie sagte, du bleibst hier. Ja, ja. Also gut, ich gehe. Aber diese Szene war nicht nötig. Robert, da ist noch etwas passiert. Heute Morgen ist ein anonymer Brief gekommen an dich. An mich? Wo ist der? Luisa hat ihn gleich zur Polizei gebracht. Der Inhalt ist mysteriös, nur drei Worte. Tut mir leid. Was bedeutet das denn? Luisa sagt, die Polizei nimmt an, dass der Mörder sich bei dir entschuldigt. Für sein Versehen. Ja, sind denn alle von Gott verlassen? Der Mörder entschuldigt sich bei mir für sein Versehen? Kannst du dir die Worte anders erklären? Und dieser Brief ist mit der Post gekommen. Heute Morgen? Nein, nein, der Brief ist hier eingeworfen worden, heute Morgen. Ach ja, Luisa sagt, du sollst deine Adresse hier hinterlassen. Für die Polizei. Meine Adresse? Was weiß denn ich? Geben Sie meine Adresse an. So. Wir haben die Schreibmaschine. Eine Nova 2000. Fingerabdrücke? Keine auswertbaren, zu grobes Papier. Eine dubiose Geschichte. Würde ein Mörder, bestellter Mörder, sich für ein Versehen entschuldigen, schriftlich? Ist mal was Neues. Also was steckt dahinter? Eine ganz klare Belastung Vendômes. Ein direkter, konkreter Hinweis auf ihn als Auftraggeber. Ja, wenn es so gedacht war, dann musste der Absender annehmen, dass Frau Vendôme diesen Brief öffnen würde, nicht? Wer sie gut kennt, könnte es voraussetzen. Sie können hier schlafen, wenn sie nichts ausmacht, auf einer Couch zu schlafen. Wissen Sie, ich habe so ein schlechtes Gewissen, Sie zu belasten. Für mich ist es wirklich keine Mühe. Ja, Sie sind ja Musikstudentin. Klavier? Ja, ich spiele Klavier. Klavier und ein bisschen Geige. Ist Ihnen nicht gut? Nein, mir ist nicht gut. Ich fühle mich ganz entsetzlich. Soll ich Ihnen einen Kaffee machen? Für einen Kaffee wäre ich Ihnen dankbar. Gut, mache ich. Musste eines Tages so enden. Die Temperamente waren zu verschieden. Luise war mütterlich, aber zugleich auch autoritär. Ein kühler Verstand, auf den sie hörte. Der ihr sagte, du tust was für den Menschen, du bezahlst ihm seine Ausbildung, verschaffst ihm eine Karriere, eine Zukunft. Und das gibt ihr Rechte. Rechte, die sie wahrgenommen hat.
und die sich nicht schmälern lassen wollte. Er hat sich gewehrt, nahm damit seine Rechte wahr. Seine ganz selbstverständlichen Rechte. Ja, es geht uns um den Streit, den Van Dom mit seiner Frau hatte. Und zwar an dem Tag, an dem das Konzert war. Und die Tage davor. Können Sie uns darüber was sagen? Personen, mit denen er Kontakt hatte, verabredet war? Ja, wissen Sie etwas von ungewöhnlichen Verabredungen? Hat es hier vielleicht Besucher gegeben, die nicht so ohne weiteres einzuordnen sind? Oder Telefonanrufe, die im Zusammenhang damit von Bedeutung sein könnten? Na, davon weiß ich nichts. Da muss ich meine Sekretärin fragen. Frau Seibold, bitte kommen Sie mal rein. Auch Sie, Herr Baum. Wissen Sie etwas von ungewöhnlichen Telefongesprächen, die Herr Van Dom in letzter Zeit von hier geführt hat? Nein, dazu kann ich nichts sagen. Ich meine, außer dass seine Frau hier ständig angerufen hat, um ihn zu kontrollieren. Sie wussten um die Spannungen in der Ehe? Es konnte wohl niemandem verborgen bleiben, nicht wahr, Frau Seibold? Vielleicht kann ich was dazu sagen. Ich hab vor einigen Tagen was gehört, was mir jetzt zu denken gibt. Was haben Sie gehört? Herr Van Dom war hier bei Ihnen im Zimmer. Ich meine, ich habe nicht gelauscht, die Tür war nicht ganz zu. Und außerdem hat Herr Van Dom sehr laut gesprochen. Was haben Sie gehört? Ich habe gehört, wie Herr Van Dom gesagt hat, ich wünschte, ich fände jemanden, der mir diese Frau vom Hals schafft. Ja, das haben Sie doch auch gehört. Wir haben uns doch daraufhin noch angesehen. Und Sie haben das nicht gehört? Doch, ich hab's gehört. Ich bin sein Agent, verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Außerdem sein Freund. Ich weiß, was so eine Aussage bedeutet. Wann fiel diese Äußerung? Genau. Das war vor dem Konzert. Einen Tag vor dem Konzert. Ja, einen Tag davor. Vormittags? Nachmittags? Vormittags, so gegen 11. Ja, das stimmt. In welchem Zusammenhang fiel diese Bemerkung? Wir sprachen darüber, dass Luise sich nicht scheiden lassen will. Sie hatte gesagt, ich habe dir deine Karriere aufgebaut, ich werde sie dir wieder vernichten. Sie sagte vernichten. Und wer Luise kennt, weiß, dass sie dazu imstande ist. Van Dom war außer sich, er explodierte förmlich und sagte diese Worte in äußerster Erregung. Einen Tag vor dem Konzert. Was passierte nach diesem Vorfall? War da irgendetwas anders? Ich meine, sein Benehmen, sein Verhalten, das, was er tat? Ich kann die Frage nicht beantworten. Wen traf er? Wo hielt er sich auf? Könnte man feststellen, wie er die beiden Tage verbracht hat? Ich bin nicht sein Kindermädchen. Ich ging weg. Er hatte Probe. Ich weiß nicht, wo er sonst noch war, außer im Konzert. Wo pflegt er zu essen? Bevorzugt er bestimmte Lokale? Hat er ein Stammlokal? Wollen Sie da überall nachforschen? Dann sind Sie es, der seine Karriere vernichtet. Kommen Sie. Ich schreibe Ihnen die Lokale auf, die ich weiß. Das sind die Lokale, die mir einfallen. Sehr nett. Vielen Dank. Bitte. Wiedersehen. 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 Ich musste es doch sagen. Kommen Sie mal rein. Ja, der Satz ist gefallen. Ich habe ihn gesagt. In Zorn, in Aufregung. Laut gesagt. Das allein beweist doch schon, dass ich nichts derartiges vorhatte.
Wer würde das tun, so etwas aussprechen, in dieser Form aussprechen? Wir werden das berücksichtigen. Bitte schreiben Sie einmal auf, wo Sie von diesem Moment an, als der Satz fiel, bis zu Ihrem Konzert gewesen sind. Wo ich gewesen bin? Ja, es geschieht ja alles nur zu Ihrer Entlastung. Ja. Und da ich denn bei Ostroff? Vormittags um 11 Uhr. Ab dann schreiben Sie auf, jede Bewegung, die Sie gemacht haben. Ich bin zum Essen gegangen, in ein Lokal in der Maximilianstraße. Schreiben Sie auf, wann Sie dort gewesen sind, wie lange, man kennt Sie dort. Und dann schreiben Sie auf, wer bezeugen kann, wann Sie wo gewesen sind. Ich sehe, ich bin Ihnen wirklich verdächtig. Nein, nein, beschönigen Sie es nicht. Ich akzeptiere, dass es so ist. Ich war zum Essen bis circa 1, dann bin ich nach Hause bis 4. Hatte dann Probe, die bis circa 7 dauerte. Um 8, ungefähr um 8 war ich zu Hause. Brauchten Sie so lange bis nach Hause? Ich werde Ihren Zeitplan überprüfen. Vielleicht haben Sie irgendwas vergessen anzugeben. Da war etwas, wofür ich keine Erklärung habe. Ich wurde während der Probe angerufen, konnte nicht an den Apparat gehen, natürlich nicht. Der Hausmeister hat mir etwas ausgerichtet. Ich solle dringend ein bestimmtes Lokal in der Innenstadt aussuchen. Und welches? Es nennt sich Schiwak. Ich solle mich dort beim Wirt melden. Wer hat Sie angerufen? Ein Mann. Es handelt sich um eine wichtige Sache, die meine Frau betrifft. Sie sind hingefahren? Ja. Ich habe mich bei dem Wirt gemeldet. Er wusste von nichts. Sind Sie der Wirt? Der da drüben. Wir sind von euch nötig. Man sieht's. Ja, der Typ war hier. Vor ungefähr 3 Tagen. Was haben wir denn heute? Na ja, vor 3 Tagen. Was er wollte, weiß ich nicht. Er sagte, soll er sich bei mir melden, saß dann noch eine Weile rum. Was ist mit dem? Hat er sich hier mit irgendjemandem getroffen? Was soll ich ihm darauf sagen? Ja oder nein? Da hatte ich ja viel zu tun. Wenn ich ja bei jedem aufpassen wollte, was er tut oder lässt. Da hat er recht. Sonst noch was? 2 Bier. Selbst wenn wir unterstellen, dass er nicht die Wahrheit sagt. Ja, ich weiß. Warum hat er dann den Besuch überhaupt erwähnt? Wir hätten gar nicht erfahren, dass er hier war. Weißt du, es könnte natürlich bedeuten, dass ihn da irgendjemand fertig machen will. Auf die ganz raffinierte. Sieht so aus, als habe man eine Geschichte gebastelt. Und ihn da reingestellt. Das kannst du nicht tun, Luisa. Du kannst doch keine Pressekonferenz geben. Doch, ich kann. Ich habe ihn aufgebaut. Ich kann ihn auch wieder vernichten. Dauernd rufen die Redaktionen bei mir an. Man weiß bereits, dass Robert ausgezogen ist. Dass du ihn vor die Tür gesetzt hast. Ja, das wissen die. Aber ich kann Ihnen ja noch sehr viel mehr erzählen. Wie gefällt dir denn die Schlagzeile? Berühmter Pianist versuchte, seine Frau zu ermorden. Wirst du ihn unbedingt vernichten? Ja. Ja, das will ich. Wo wohnt Robert jetzt? Du brauchst es mir nicht zu sagen. Ich weiß es. Luisa! Luisa! Ja? Wo sind Sie jetzt? Ja gut, bleiben Sie da, wir kommen vorbei. Ja, sagen Sie bitte wo. Guten Abend, Herr Baum. Guten Abend. Geht ihr schnell rüber, ich komme gleich noch.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Mhm. Vielleicht hat es gar nichts zu bedeuten und Sie werden mir Vorwürfe machen. Wir machen Ihnen keine Vorwürfe, wir tun unsere Arbeit. Also, erzählen Sie mal. Wir sprachen doch über die Bemerkung, die er Phantom machte. Dass sich die Frau vom Hals zu schaffen, meinen Sie? Ja, das meine ich. Zwei Scotch, bitte. Der Satz hat mich erschüttert. Ein Mann wie Phantom, ein so sensibler Künstler, und sagt so einen Satz. Ja, was wollen Sie damit sagen? Das hat mich beschäftigt. Ich dachte andauernd drüber nach. Wenig später kam Herr Schumann, der Neffe von Frau Phantom. Ich weiß. Er wollte eine Konzertkarte abholen. Ich konnte sie ihm nicht geben, da die Karten, auch die Ehrenkarten, bereits an der Abendkasse hinterlegt waren. Hier sind alle Ehrenkarten aufgeführt. Auch die, die für Herrn Schumann bestimmt war. Reihe 3, Platz 11. Das ist sie. Sie ist nicht abgeholt worden. Tja, das heißt, dass er das Konzert nicht besucht hat. Aber auf dem anschließenden Empfang war Herr Schumann und sagte mir, er hätte es besucht. Vielleicht war es ihm peinlich zuzugeben, dass er sich vor dem Konzert gedrückt hat. Er wollte die Karte persönlich abholen. Reimt sich das zusammen? Haben Sie uns deswegen sprechen wollen? Nein, nicht nur deswegen. Ich sagte Ihnen doch schon, dass mir die Bemerkung, die Herr Phantom machte, nicht aus dem Kopf ging. Ich habe mit Herrn Schumann darüber gesprochen. Er war ganz entsetzt. Er sagte, er wisse, dass es in der Ehe kriselt, aber dass es so schlimm sei. Wann haben Sie mit Schumann darüber gesprochen? Vormittags, als er sich seine Karte im Büro abholen wollte. Mhm. Herr Schumann musste also annehmen, dass Phantom gerne jemanden finden würde, der seine Frau beseitigt. Ist das richtig? Ja. Was sagt er dazu? Wenig. Er fände es unglaublich. Ich weiß, vielleicht hat es nichts zu bedeuten, aber ich dachte mir plötzlich, ob Herr Schumann nicht, weil er sich seine Karte nicht abgeholt hat, mir aber sagte, er sei im Konzert gewesen. Das ist doch wie ein Alibi, das ganz ist. Tja, für was lebt denn eigentlich dieser Schumann? Das möchte ich auch gern wissen. Er hat einen Betrieb, Strickwaren oder irgendetwas. Aber er hat keine sehr glückliche Hand. Er hatte mehrere Firmen und ist auch schon zweimal in Konkurs gegangen. Aber Frau Phantom hat ihm immer wieder geholfen. Er ist die einzige Verwandte. Ist sie so vermögend? Es reicht. Dann hätte Phantom einiges zu erwarten. Da bin ich mir nicht so sicher. Soviel ich gehört habe, ist der Schumann der Haupterbe. Ist das das Gesicht eines Mörders? Nein, nicht Mörder. Jemand, der einen Mord in Auftrag gibt. Es nicht selber tut, sondern jemanden bezahlt. Weil er selber keinen Mut hat. Es wird sich herausstellen, dass Sie unschuldig sind. Und wenn Sie sich nun irren, wenn ich es doch war, einige Voraussetzungen bringe ich nämlich mit. Ich bin fähig zu hassen, kann sehr jähzornig sein. Ich habe meine Frau in Gedanken mehrfach umgebracht und auf verschiedenste Weise. Es ist die Fantasie, die man nicht unter Kontrolle hat. Niemand ist davon frei. Das habe ich Sie erschreckt. Ein bisschen. Erwarten Sie jemanden? Nein. Ja. Soll ich aufmachen? Ja, bitte. Walter! Du bist also tatsächlich hier. Ob das gut ist? Wieso? Wohnst hier bei einem jungen Mädchen? Was gibt es für ein Bild, wenn das herauskommt? Guten Abend, Frau Lenkling. Guten Abend. Du, was heißt Mädchen? Ich wohne bei einem Menschen, zu dem ich Vertrauen haben kann. Ja, es ist sehr nett, dass Sie sich so um Herrn Phantom kümmern. Was willst du? Hat dein Besuch irgendeinen besonderen Grund? Wenn du uns nur beleidigen willst, dann verschwinde. Ich muss mit dir etwas Wichtiges besprechen. Etwas in deinem Interesse. Siehst du nicht, in welcher Lage du dich befindest? Das weiß ich sehr genau. Ich glaube nicht, sonst wärst du nicht hier. Entschuldigen Sie, ist nicht so gemeint. Luisa will morgen eine Pressekonferenz geben. Sie hat ein paar Journalisten zu sich gebeten. Ja, wieso? Was will sie den Leuten denn sagen? Das, woran sie glaubt, wovon sie überzeugt ist. Dass du ihr einen Mörder geschickt hast. Ja, das kann sie doch nicht machen. Begreifst du jetzt, warum ich hier bin? Wenn sie das tut, bist du erledigt. Dann ist deine Karriere zu Ende. Das stimmt. Was soll ich tun? Tja, was du tun sollst. Sprich mit ihr. Red dich mit ihr aus. Fahr hin, jetzt, sofort. Bring sie zur Vernunft. Das kann ich nicht, das kann niemand. Verstehst du, das kannst nur du. Der Vorschlag ist gut. Fahren Sie hin. Ich habe keine Brille, ich kann das nicht sehen. Was steht denn da? Da steht, dass wir von der Kriminalpolizei sind. Und warum zeigen Sie mir das? Weil wir gerne hereinkommen möchten. Ich habe Ihnen gesagt, Herr Schumann ist nicht da.
Aber wir haben hier eine Erlaubnis, die Wohnung durchsuchen zu dürfen. Ja, wozu denn das? Also dürfen wir jetzt bitte reinkommen? Ich lasse Sie nicht in die Wohnung. Ich werde die Polizei rufen. Liebe Frau, wir sind von der Polizei. Danke. Bitte. Zeigen Sie uns bitte sein Arbeitszimmer. Arbeitszimmer? Wohnzimmer, bitte. Na ja. So, bitte. Hat Herr Schumann eine Schreibmaschine? Was? Schreibmaschine. Natürlich hat er eine Schreibmaschine. Da, irgendwo. Nova 2000. Gib mir mal die Telefonnummer von dem Mädchen. Guten Abend, hier ist Derek. Kann ich bitte Herrn Vandoom sprechen? Nein, er ist nicht hier, er ist gerade weggegangen. Er wollte noch mal mit seiner Frau sprechen. Herr Schumann war hier. Was wollte er denn? Ja? Ja, ist der Schumann denn mit? Nein, er ist gleich wieder weg. Danke, vielen Dank. Komm, Harry. Schumann wollte von Anfang an Vandoom den Tod seiner Frau in die Schuhe schieben. Aber eine echte Chance, ihn zum Mörder zu machen, die sieht er jetzt. Luisa! Ich habe sie nicht erschossen. Ich habe es nicht getan. Frau Mulak? Frau Mulak! Ja? Wieso steht die Maschine hier? Na, die Maschine! Die Polizei war da. Herr Schumann, ich nehme Sie fest wegen Verdacht des Mordes an Frau Kling und Frau Vandoom.